Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Mal schauen, wer heute Morgen, ich habe überhaupt keine Idee, wie viel Uhr es ist. Ich glaube, es ist kurz vor 8. Gar nicht mehr auf die Uhr geschaut. Ja, wer um die Uhrzeit hier schon live mit dabei sein kann. Ich habe so den Titel hier reingeschrieben: Das Leben ist wie ein wunderschöner Traum? Fragezeichen. Ich bin ja gerade hier in Amsterdam im Steigenberger Airport Hotel. Heute geht es ja weiter nach Bali, nach Denpasar. Und ich habe schon seit Jahren mal angefangen, mir jeden Tag ja mein Lebensbüchlein zu schreiben, wie ich den Tag heute haben will. Und unter anderem, da hat man reingeschrieben, das Leben ist wie ein schöner Traum oder wie ein gelebter Traum. Kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur Realität. Und da bin ich heute Nacht nochmal dran erinnert worden, denn ich bin heute Nacht wach geworden und habe überlegt, wo bin ich denn hier überhaupt? Also ich bin gestern Abend so zufrieden und so glückselig eingeschlafen und dann heute Nacht wach geworden und das Licht hat hier so ein bisschen durch das Zimmer geschimmert. Das war so ähnlich wie das Licht zu Hause bei uns im Schlafzimmer auch durchschimmert, so das Nachtlicht quasi draußen vom Fenster. Und dann habe ich überlegt, nee, zu Hause bin ich nicht. Moment, wo bin ich denn? Und dann ist mir eingefallen, ach, ich bin ja im Hotel und bin dann wieder so ganz glückselig eingeschlafen. Und solche aus meinem früheren Leben kenne ich solche Situationen natürlich nicht. Da bin ich nachts aufgewacht mit tausenden, gefühlt tausenden Problemen im Kopf, die mir Kopfschmerzen bereitet haben, schlaflose Nächte bereitet haben, die mich dann nicht mehr haben einschlafen lassen. Und wenn dann irgendwann der Wecker ging, ja, dann wacht man gerädert auf und dann waren meine Gedanken, oh Gott. Was steht heute wieder alles an? Nur ja, nicht denken, einfach nur funktionieren. Also das war mein früheres Leben. Und ich habe gestern noch mit einer Klientin gesprochen, die mir auch erzählt hat, dass sie ganz, ganz viel Kopfschmerzen hat, dass sie Schlafprobleme hat, dass sie Zahnprobleme hat. Und das sind alles Botschaften, die der Körper dir schickt. Weil deine Seele dich über deinen Körper aufmerksam machen will. Hallo, liebe Christine, wunderschönen guten Morgen. Dass dein Körper dich aufmerksam machen möchte, hey, da gibt es Bereiche in deinem Leben, da bist du auf dem Holzweg unterwegs. Das entspricht nicht wirklich deinem Herzen. Begib dich auf einen anderen Weg. Lausch auf dein Herz, lausch auf deine Seele. Und es ist wirklich auch für dich, es ist alles möglich im Leben. Wenn ich jetzt so davon spreche, nachts aufzuwachen und zu überlegen, wo bist du denn überhaupt und dann wieder glückselig einzuschlafen, das wäre für mich für vielen Jahren auch noch nicht denkbar gewesen, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gedacht, wie sollte das gehen? Das war auch ein Thema. Gestern Abend hatten wir noch einen Live-Gruppencall mit den wunderbaren Frauen, die in meiner Akademie sind, die ich ja auch begleite, auch in dieses Leben, in dieses Traumleben. Und es ist alles möglich, indem du wirklich eine Entscheidung triffst und sagst, so, jetzt ist Schluss. Ich hatte früher auch immer ganz viel Zahnfleischbluten, weil ich im wahrsten Sinne des Wortes ja auch teilweise auf dem Zahnfleisch gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, mir wächst einfach alles über den Kopf. Ich kriege das alles nicht mehr hin und auch mit zwei Zähnen ganz aktiv Zahnschmerzen, weil, wie der Volksmund es so schön sagt, beiß auf die Zähne und halte durch. Und das machen wir dann metaphorisch auch so. Und dann schickt der Körper uns einfach Signale. Wenn wir das machen, was unserem Herzen entspricht, unserer Seele entspricht, was wir uns mal vorgenommen haben, als wir auf dieser wunderschönen Welt hier inkarniert haben, in dem Körper, in dem du jetzt bist.
Wenn wir das leben, wenn wir da wieder aufwachen und das anfangen zu leben, dann ist das Leben wie ein wunderschöner Traum und alles ist möglich. Es ist wirklich alles auch für dich möglich. Das heißt nicht, dass du, wenn du eine Entscheidung triffst mit Fingerschnipp, morgen alles anders ist. Das wäre ja auch ungewohnt, sondern das ist eine Entwicklung dahin, dass es wie so ein Samenkorn, das du setzt mit einer Entscheidung, quasi in die Erde einpflanzt, wirklich hier in Mutter Erde einpflanzt, metaphorisch gesprochen, und dann begibst du dich auf den Weg. Und der schnellste Weg ist natürlich, wenn du dir Hilfe holst, wenn du dich an die Hand nehmen lässt von jemandem, der dort ist, wo du hin möchtest. Das ist die absolute Abkürzung. Dann bist du in maximal 6, 12 Monaten bist du in deinem neuen Leben angekommen. Und zwar genauso, wie es dir und deinem Seelenplan entspricht. Da geht es auch nicht darum, jemand anderen nachzukopieren. Wir sind ja immer so auch dazu geneigt zu schauen, was machen die anderen, und in erster Linie arrangieren wir uns ja dann auch, beziehungsweise ja, kommen auf die Idee, uns dahingehend zu vergleichen, dass wir sagen, okay, es geht ja noch halbwegs gut, es gibt noch viele Menschen auf dieser Welt, denen geht es noch schlechter, und trösten uns damit und arrangieren uns mit diesen Dingen. Und die Seele und das Herz, die stehen da und schütteln den Kopf und denken, hey, wie kriegen wir denn die jetzt wach? Welche Botschaften müssen wir ihr denn noch schicken über den Körper, damit sie wach wird und endlich auf ihre Seele lauscht und endlich ihren Seelenplan lebt? Es ist alles auch für dich möglich. Der erste Schritt ist wirklich die Entscheidung zu treffen, so, ich bin es jetzt leid, mir steht es jetzt hier. Ich habe keine Lust mehr, mich weiter mit meinem Leben zu arrangieren. Mal gerade schauen, was die Christine schreibt. Ich spüre schon länger in der Arbeitsstelle, dass es für mich kein Wachstum ist. Ich habe noch keinen Durchblick, wohin. Ja, Christine, geh doch mal ins Brainstorming mit dir selbst und schreib dir doch mal auf, wie dein optimales Leben nach deinem Herzen ausschauen würde. Schreib dir doch das mal auf, schriftlich. Und dann wirst du dir mal bewusst darüber, was du eigentlich möchtest, was du eigentlich möchtest. Und dann frag dich mal, was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt, in diese Richtung zu gehen? Was kann ich als erstes, als ersten Schritt verändern? Und lass das mal in dein Bewusstsein. Ja? Es ist, jeder von uns ist einzigartig, hat seine einzigartigen Fähigkeiten. Und wir haben nur nie gelernt, die anzuerkennen. Da sind so viele Schleier und Deckel einfach über uns gelegt worden. Und wenn wir tief in uns hineinlauschen, dann steckt diese Weisheit auch in uns, dass dieses Leben gelebt werden möchte und nicht einfach haben möchte, dass wir so dahin vegetieren, bis es irgendwann vorbei ist, bis wir uns verabschieden müssen, bis es vorbei ist in diesem Körper. Also ich glaube, unsere Seele, die hat viele Leben, die hat auch schon viele Leben gehabt und wird auch viele Leben haben noch, in welcher Form, in welchem Körper, auf welche Art und Weise auch immer, weil das ist ja diese große eine Energie, die es da gibt. Aber in unserem jetzigen Körper, da haben wir nun mal nur dieses eine Leben. Und da haben wir auch einen Verstand und einen Denker, den wir auch brauchen. Ist auch gut, dass wir den haben. Aber der macht uns das alles zunichte, weil der Verstand, der Denker, entweder an Erfahrungen von früher anknüpft, wo man mal vielleicht irgendetwas versucht hat, seinem Herzen zu lauschen, seinen Seelenweg zu gehen, und das hat nicht auf Anhieb funktioniert oder es hat auf Anhieb nicht so funktioniert, wie man sich es vorgestellt hat. Und dann sagt der Denker, der Verstand, der Zweifler, funktioniert nicht, geht für dich nicht. Und schon ist man wieder im Schneckenhaus drin. Oder wir knüpfen an die Dinge an, die uns in der Kinderstube wie so ein Schleier von Eltern, von dem Umfeld, und das ist nicht bös gemeint von denen. Die wissen es ja selbst nicht besser. Die sind ja selbst nur verletzte Kinder und agieren aufgrund ihrer Prägungen. Und schon sind wir wieder im Schneckenhaus zurück. Und dann denken wir so oft, wenn wir diese Spiralen im Leben drehen, diese Kreise im Leben drehen, hätte ich doch nur, hätte ich doch nur, hätte ich doch nur. Und wie schnell ist das Leben vorbei? Wie schnell ist es vorbei?
Wenn man dann zurückblickt, wenn man instinktiv spürt, es ist soweit jetzt, dass ich meinen Körper verlasse, da habe ich mir mal gesagt, ich möchte dann auf mein Leben zurückblicken und sagen, danke, ich habe noch die Kurve gekriegt, ich habe mir noch das Leben erschaffen, für mich und auch für meine Familie. Ich bin ja jetzt zwar zunächst alleine hier unterwegs nach Bali, aber in 2 Wochen kommt meine komplette Familie mit, meine Kinder. Das sind ja auch schon erwachsene Kinder inzwischen, die sind 18 und 20. Die kommen nach und dann verbringen wir noch eine wunderbare Zeit auf Bali. Und wir haben ganz wunderbare Pläne noch, wo wir dieses Jahr noch in einigen Ländern unterwegs sein werden. Komplett als Familie. Wir selbst erschaffen uns unser Leben im Außen, niemand anderes. Christine, meins ist, auf einem Bauernhof zu leben. Natur ist für mich Freiheit pur. Ich bin dankbar für die Erfahrungen. Ja, genau. Ja, Christine, dann frag dich doch genau, wie der Bauernhof auszuschauen hat. Was willst du da machen? Willst du da alleine körperlich arbeiten und den Bauernhof wuppen oder willst du in einer Gemeinschaft leben mit Gleichgesinnten oder wie auch immer? Und dann frag dich immer wieder, was ist der nächste Schritt dahin? Und mach dir ein Vision Board auch, genau mit den Bildern, die metaphorisch dafür stehen, wie dein optimales Leben dann eben auch auf dem Bauernhof ausschaut. Also Bauernhof, Natur ist wunderschön. Ich brauche auch die Natur verbunden. Bin total naturverbunden. Ich brauche auch die Natur. Ich bin auch gerne unterwegs. Ich bin auch gerne im Süden, in der Karibik, jetzt in Indonesien oder so unterwegs. Aber ich brauche auch zwischendrin unsere heimischen Wälder hier in Deutschland. Das ist nochmal eine andere Art von Auftanken von Natur. Ich brauche beides. Ich liebe es aber auch, mich dann in der Sonne aufzuhalten oder im Warmen aufzuhalten, wenn ich das Gefühl habe, mir ist es hier einfach zu kalt. Ich mag das nicht. Ja? Also ich liebe es, mich dort aufzuhalten und dann, wann ich das möchte. Und zwar dann nicht alleine, sondern eben mit meiner Familie. Und wenn die Kinder als erwachsene Kinder dabei sein möchten, sehr gerne. Ansonsten natürlich mit meinem Mann. Weil die Kinder gehen ja auch ihre eigenen Wege. Und das ist ja auch gut so. Das soll ja auch so sein. Und deshalb, liebe Christine, überleg dir, wie genau soll dein Leben auf dem Bauernhof ausschauen? Soll das ein Schuften sein und ein Gucken, wie du jeden Monat über die Runden dann kommst auf dem Bauernhof? Oder darf es auch das auf eine andere Art und Weise sein? Darf es einfach von Freude begleitet sein, dass da auch kein Mangel in irgendeiner Richtung da ist? Ja, du kannst dir das so kreieren, wie es zu dir passt. Und dann kannst du es in dein Leben ziehen. Wir dürfen da nur am Ball bleiben und dranbleiben und nicht ein-, zweimal in die Richtung uns bewegen und dann nach 5 Tagen oder nach einer Woche oder nach 2 Wochen sagen, funktioniert bei mir nicht. Sondern alles entsteht hier im Kopf. Und wenn der Zweifel am größten ist und wenn die Angst am größten ist, da ist genau das größte Potenzial und das ist genau auch dann der Hinweis, den nächsten Schritt zu gehen, da durchzugehen. Und am einfachsten geht's, wenn man jemanden an Hand hat, einen Mentor, der einen wirklich in die Hand nimmt und einem die Schritte zeigt, wie man da hinkommt. Weil alleine, also da, wo ich jetzt angekommen bin, gerade in meinem jetzigen Leben und auch dabei bin, ja wieder den nächsten Quantensprung zu machen, ich wäre da alleine nicht hingekommen, wenn ich nicht, ja, Mentoren an meiner Seite hätte, die schon in diesem Leben sind und die mir einfach dabei helfen, die mich dabei unterstützen. Das ist so, so wertvoll. Das ist die beste Investition, die man einfach machen kann. Und wir sind ja auch letzten Endes ständig am Investieren. Wir kaufen uns ein neues Auto oder ein gebrauchtes Auto. Wir investieren in eine Wohnungseinrichtung, ein Mobiliar und. Eine Küche, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Euro. Nehmen wir sogar Kredite auf. Und mit jedem einzelnen Tag, wo der Gegenstand da ist, das Auto oder die Küche, verliert das Ganze an Wert. Und da überlegen wir nicht, das ist klar, da investieren wir. Aber wenn es darum geht, in die eigene Persönlichkeit zu investieren, zum Beispiel 10.000 Euro, da kriegen wir Schnappatmung und denken, boah, nee, das kann ich nicht machen. Ich kenne das nur zu gut alles von mir, als ich zum ersten Mal über einen über fünfstelligen Betrag in mich investiert hatte, da habe ich auch gedacht, oh, geht das gut, ist das das Richtige und.
Aber ich habe es gemacht. Und das war die beste Entscheidung, immer und immer wieder, wenn ich in der Richtung investiert habe, in mich. Schau mal, das, was du in dich, in deine Persönlichkeit investierst, in deine Weiterentwicklung, das kann dir niemand nehmen. Und das ist nicht wie mit Gegenständen im Außen, die Tag für Tag Wert verlieren, sondern du gewinnst Tag für Tag an Wert. Das ist so ein Schatz, den du da in dir entdeckst, deinen eigenen Diamanten schleifst. Und der dein Leben für dich und für deine Familie oder wie auch immer so kreierst, wie du es haben willst. Und dann eben nachts aufwachst, wie ich jetzt heute Nacht zum Beispiel aufgewacht bin und gedacht habe, oh, wo bin ich denn hier? Gehirn einschalten, wo bin ich hier? Und dann wieder mit einem zufriedenen Lächeln eingeschlafen bin. Sehr gerne, Christine. Christine schreibt noch, ja, der Zweifler funkt oft rein. Stelle ich jetzt auf die Seite. Genau. Also, geh in die Beobachtung, wenn so zweifelnde Gedanken aufkommen, beobachte diese und denk dann mal, das ist ja eine interessante Ansicht, die ich da habe. Das ist ja eine interessante Ansicht, die ich da habe. Das nimmt den Druck raus. Dann gehst du mehr in die Beobachterrolle und gehst nicht so in Resonanz damit und lässt dir dann deinen Traum, dein Traumleben nicht so sehr zunichte machen. Probier das mal aus. Seit ich die Challenge mitgemacht habe, liebe ich das liebe Geld. Sehr gut, Christine. Sehr, sehr gut. Das ist auch ein wichtiger Aspekt zu beginnen, Geld zu lieben. Geld zu lieben. Das ist wie mit einem Partner. Warum soll dein Partner bei dir sein, wenn du ihn nicht liebst? Wenn du nicht freust, wenn du ihn siehst, wenn du ihn nicht gerne umarmst. Und so ist das auch mit dem Geld. Das Geld ist da. Nur wenn wir es ablehnen, wie ich das ja früher auch unbewusst gemacht habe, welchen Grund hat es dann, in dein Leben zu kommen? Okay? Gut, meine Liebe. Auch an alle, die jetzt im Nachhinein den Livestream hier anschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Zeit. Immer wenn der Zweifler und der Denker Gedanken schickt des Zweifelns und der Prägungen und der Blockaden, die dich daran hindern wollen, dir auch dein Traumleben zu kreieren, dann stell dir den Gedankensatz, das ist ja eine interessante Ansicht, die ich da habe. Wie will ich es denn eigentlich haben aus ganzem Herzen? Und bleib auf dem Weg. Okay, bis ganz bald. Tschüss.